Also, ich bin sehr verunsichert. Ich habe nur mal gemessen. Also, wie gesagt, die Aufnahmeschiene für den Rollladen hat 15 mm. Das habe ich auch in die Bestellungsmail geschickt, noch mitgeschickt, zur Erklärung, wegen dem Profil, dass das auch gleitet. Und die Längenmaße sind natürlich, ist ein Fehler in der Laufen. Ich habe praktisch mit meiner Maßlatte noch mal nachgemessen. Ich habe nur 8 mm statt 10 mm. Und bei ihrer Fertigung wurden die Lamellen 2 mm länger. Wäre normal kein Problem. Also da summiert sich das jetzt auf 4 mm schon weg. Also ich habe mal maximal jetzt bei der Schiene oben, habe ich jetzt maximal 5 mm seitlich Luft. Also wenn ich den Finger anlege. So. Das würde aber noch alles gehen. Und was halt das Problem ist, ist, dass das Profil sehr genau ist. Es ist fast keine Luft. Und jetzt summieren sich natürlich die Fehler, die dann zu diesem Ergebnis führen. Ne? Zu den unbefriedigenden. Der Rollladen lässt sich ja bewegen, ein kurzes Stück, und dann klemmt er natürlich, weil die seitlichen Sicherungen verschoben sind. Man sieht es hier auch an die Schlitze. Also sehr, sehr ärgerlich das Ganze.